Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Runde der Universe mit mir, euren Rob. Und wir spielen weiter auf unserem kleinen, beschaulichen Planeten. Mittlerweile ist die Kolonie ganz schön gewachsen. Unsere Farm müssten gleich fertig sein. Nahrungstechnisch sieht es eigentlich gut aus, wenn hier noch Leute hingehen würden. Aber die wollen alle hierhin. Anscheinend schmeckt es da besser. Und da haben wir jemanden gefunden, der verletzt ist. Das heißt, den können wir gleich mal ein bisschen heilen. Zack und geheilt. Der hat Hunger, 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 Hunger. Ich habe auch Hunger. Oder soll ich jetzt noch, ich baue noch einfach ein Wirtshaus. Oder mittlerweile ist hier schon ein Restaurant. Hier für die bräuchte ich noch ein Restaurant hier oben. Kann ich das einfach wegreißen, geht das? Hier ist nicht genug Platz. So, bauen wir hier noch ein Restaurant hin. Die Farm ist fertig, das ist sehr gut. Können wir noch ein Nugget zuweisen. Die wird auch gleich fertig gebaut. Wir haben noch kein anderes entdeckt. Dann nehmen wir wieder das. Kann ich schon hier die Gebäude upgraden? Nee, das kann ich auch noch nicht. Ihr habt alle Durst, aber wir haben noch genug. Ihr Wasser ist da, ihr müsst nur trinken. Kurz vorm Verdursten. So, wir können leider nicht feiern. Es tut mir leid, Jungs. Ich habe nicht genug Power. Hier, das ist voll. Ja, ich brauche da wirklich noch eins. Sonst wird das dann nichts mehr später. Hier habe ich ja gesagt nur Nahrung, das passt soweit. Hier geht Nahrung rein und wieder raus. Ja, und das war halt ein Fehler. Jetzt ist hier alles voll Rohholz, aber nicht von dem verarbeiteten Holz. Und hier können wir noch einen Nugget zuweisen. Sehr schön. Zack. Zwei Friedhofswärter besser als einer. Gebietstechnisch kommt es auch langsam an ihre Grenzen. So. Hat er schon da geheilt? Okay. Das wird auch verbessert, das Krankenhaus. Habe ich das angeklickt, dass es verbessern soll? Bin ich mir jetzt ganz unsicher. Das Archiv kann auch noch verbessert werden, warum auch immer. Die Gebäude eigentlich nicht, ne? Nee, die nicht. Das muss von alleine, das muss sich von alleine verbessern. Fischbestand ist noch okay, Wasserbestand ist auch okay. Langsam fängt es leicht an zu ruckeln, habe ich das Gefühl. Die sind erfreut, dass ich die Forderung erfüllt habe. Ne, das ist doch kein Problem, bin ich doch da. Anklicken kann ich es nicht, aber ist okay. Aktuelle Sauerstoffgehalt der Atmosphäre ist okay. Die verbleibende Menge Öl auf dem Planeten demnächst verfügbar. Menge Gas ist auch demnächst erst verfügbar. Der Herbst hat begonnen. Schwerkraft macht dein Ding. Ja, die Bäume verlieren ihre Blätter. Und die sind ja auch fleißig am Bauen. Das Krankenhaus ist fertig. Ist aber trotzdem gesperrt. Okay. Na gut, dann ist es halt so. Schule bildet immer fleißig weitere neue Nuggets aus. Wobei wir theoretisch noch eine Schule bräuchten mit den vielen Nuggets, die wir haben. Hier geht doch was trinken. Warum gehst du denn nichts trinken? Der geht trinken, okay. Ihr könnt machen und walten, wie ihr wollt. Hauptsache es läuft. Are you sure that nugget's up to the task? Schweres Heben erforscht. Sehr gut. Das können wir wegmachen. Hier ist auch gleich fertig.
3.15, jetzt geht's hier auch endlich mal voran. Das Gebäude kann nun alleine stehen. Die bauen hier immer mehr. Wahnsinn. Ich könnte jetzt hier noch dann einen Angler bauen, eine Angelhütte. Aber Nahrung haben wir eigentlich, ne? Ne, haben wir nichts. Da haben wir ein bisschen. Wir haben nicht genug Nahrung, ne? Das heißt, wir bauen noch eine Angelhütte. Ist halt die Frage, ob es die jetzt hier bringt oder ob ich die hier hinbauen muss. Wir bauen einfach mal noch eine Angelhütte. So. Kochstelle ist fertig, da können wir welche zuweisen, die arbeiten. Schwach, dann haben wir noch einen Knabberer, einen Fauler, einen Immuner, einen Einsiedler und einen Gourmet. Wir bleiben mal bei den Workaholics. Another happy worker. Was ist das denn? Bewegt sich der Kaktus? Warum bewegt sich der Kaktus? Na okay. Der wird schon wissen, was er macht. Was sagen meine Reservoirs? Die sind voll. Das ist auch voll, sehr gut. So, jetzt leben die Nuggets wieder ein bisschen länger, 5 Jahre. Gucken, ob das so schlau ist. Hier haben wir dann Steinbrüche, Effekt Steinmine. Die hat mehr Effekt Stein in den Sägewerk. Kann ich die Ausdauer noch erhöhen? So, mit rechtsklicken kann ich überall lang sliden. So, eine Wünsche. Ich habe nicht rangezoomt. Warum zoomst du ran? Da brauche ich noch die Wünschelrute. Das ist mir bewusst. Okay. Hier gibt es dann Strom mit Energiespeicher, wie auch immer. Brauchen wir jetzt das, dann das und dann da. So. Hallo, bin ich? Da bin ich. Und es hat sich natürlich wieder gedreht, wie ich das mag. So, die Bäume sind alle schon herbstlich gefärbt. Und ich muss vielleicht mal ein bisschen näher ans Mikro rutschen, dass er mich auch wirklich hört. Ich habe mich ein bisschen jetzt in meinen Stuhl versunken. Wir gucken nochmal Sägewerk. Sternrefinerien? Ne, da gibt es ja eigentlich nichts. Oder ist es hier? Ein Sägewerk. Okay, also die machen nur anscheinend dann Bäume, ne? Und hier gibt es dann die Steinmine. Okay, okay. Aber wo baue ich die Eisenmine hin? Hier kann ich sie nicht hinbauen. Da auch nicht. Irgendwo muss ich hin. Forschung, Steinberg. Ich verstehe es gerade nicht. Hier? Nee. Ich guck mal ein bisschen rum. Ist alles nur Stein? Konnte ich hier nicht von irgendwo bauen? Es sah da vorhin so aus, ob ich irgendwo bauen konnte. Minus 10 Zufriedenheit macht die. Das ist ja eigentlich egal, wenn ich sie bauen könnte. Hier war sie doch von irgendwo mal gelb. Hier ist das Gebiet auf jeden Fall gelb, aber ich kann sie nicht bauen. Und es wird wieder dunkel und es wird wieder heller. Nee, hier geht's auch nicht. Hier geht's. Ach, so ein Gebiet brauche ich da, okay. Habe ich das hier nicht? Doch hier hätte ich das gehabt, nur das ist hier schon Wüste. Hier, das ist schon Wüste.
Gibt es da was auch in der Nähe? Scheint nicht der Fall zu sein. Das ist schon echt weit weg. Aber soll's. Braucht man. Kriegt da. Wird gebaut. Die sind ja auch schon ein bisschen weiter weg. Und damit die dann auch während der Arbeit ein bisschen was zu trinken haben. Das hier hin. Und damit sie noch ein bisschen Spaß haben nach der Arbeit. Falls sie Spaß wollen. Kriegen sie noch ein kleines Unterhaltungsgebäude. Water sources freezing over. Your nuggets will have to use water from reservoirs. You have been building reservoirs, right? Ja klar, habe ich Reservoir gebaut. Ich bin doch nicht dumm. So. Bringt mir jetzt noch nichts, weil, wie gesagt, jetzt ist Winter. Aber wir haben noch ein paar Fische rein. Okay, die haben sich halt geeinigt darauf, ne, mit der Herstellung neuer Nuggets zu beginnen. Das heißt, sie haben erstmal einen Vertrag gemacht. Komm, wir machen jetzt Nuggets, ne? Winter is here, Creator. Und dann geht es ab dafür. Survival tip for you. Where did I put it? I'll get back to you. Friedhof ist fast voll. Und wir haben jetzt hier noch diese Minen. Aber dafür brauchen wir erstmal Eisen. Das haben wir noch gar nicht. Eisen ist noch nicht vorhanden. Ne, Eisen haben wir gar nicht. Weil wir erst das hier oben bauen müssen. Und dann gibt es halt die Steinmine. Wo muss die auch so ein... Die müsste auch hier hin. Die geht hier nicht. Hier wäre es vielleicht irgendwo gegangen. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist ja auch ein Berg. Aber ich weiß halt nicht, wo ich das jetzt sehe, was ist. Keine Ahnung. Ja, bauen wir damit hier oben hin. Die gehen jetzt eh alle gerade hier hoch wandern. Das passt dann schon. So, hier geht's voran. Hier geht's auch gut voran. Die Lager sind leer. Das ist auch okay. Nahrungslager hat noch 5. Hier ist nichts mehr da. Da ist noch 9-mal da. Hier ist 8-mal da. Okay. The universe is infinite, Creator. Much like the stupidity of mortals. Okay. Wenn er das meint, dann wird er schon recht haben. Wir können halt jetzt den Winter überspringen, falls nahrungstechnisch hier alles zur Neige geht. Wir wollten uns immer weiter aus. Jetzt haben sie hinten schon Häuser. Wir können auch nochmal zum anderen Konkurrenten gucken. Einen von den beiden. Der war doch hier irgendwo. Ja doch, der wächst langsam. Hier sind schon 16 Leute. Der macht das schon. Und wir haben das Schuhwerk erforscht. Sehr gut. Jetzt kommt noch Ausdauer, dann kommt der Strom. Die sind demnächst, also geht das nicht. Aber hier kann ich dann. Eine Windturbine, die macht dann auch Energie. Die Verbrennungsenergie, also ein Kraftwerk. Wenn der Naturschutz nicht ein Ding ist, ne, dann baust du halt das. Okay. Dann brauche ich dafür Erdgas. Ich weiß nicht, also Erdgas, wir sind noch in der Steinzeit, ist schon ein bisschen komisch. Vielleicht wird das auch nochmal neu angeordnet oder anders angeordnet. Aber das passt nicht so richtig. Dauern die 7 Minuten, 10 Minuten. Dauert immer noch so lang. Ja, machen wir hier Windenergie. Kann ich nicht. Da muss ich erst den höheren Nugola Tesla an. Da muss erst der Tesla bei mir sein. Naja, warten wir so lange, dann das können wir da noch erforschen, theoretisch. Die Wachtürme. Große Muggis und das danach. Kann ich nicht. So. Ihr braucht Nahrung, du brauchst Ausdauer, da kann ich nichts dafür. Wasser ist nicht mehr hier genug da. Auch nur noch einmal. Dann brauchen wir hier noch einen Brunnen. Der passt hier noch hin, oder?
Ja, der passt noch. Der Boden hat auch nur noch einmal Wasser. Neunmal Wasser. Wie sieht's hier aus? Neunmal. Hier ist alles schick, aber hier ist nicht schick. Hier fehlt Wasser. Und die hier oben brauchen auf jeden Fall dann auch Wasser. Ihr habt Trinkwasser, theoretisch. Ooh, that wound is a bit nasty. I've never seen such a clumsy species before, Creator. Oh, er hat sich verletzt. Ja, das können wir noch ändern. Und da ist er wieder gesund. Was fehlt denn hier noch? Hier fehlt noch zweimal Stein. Die haben schon das ganze Holz hier weggesammelt, ey. So schnell kann ich es gar nicht nachwachsen lassen, wie ich sie wegknüppeln. So, noch ein bisschen Holz. Holz kommt. Wie sieht's aus? Einmal haben wir noch. Hier, das ist fast. Hier fehlt Stein dafür. Hier fehlt noch ein bisschen was. Und dem fehlt allem Wasser. Müssen wir hier oben noch mehr Boden. Aber ich habe eigentlich genug Boden. Das heißt, wir bauen nochmal hier 5000 Brunnen hin. Dass die Leute auch genug zu trinken haben. Daneben kommt noch einer. So, da könnt ihr ordentlich trinken. Nicht, dass ihr mir verdurstet. Jo, die machen gerade ja die ganzen Quellen leer. Alle gerade am Trinken ordentlich. Und nahrungstechnisch sieht's... Hier sieht's okay aus, aber warum ist bei dem... Zu dem kommt irgendwie nichts mehr. Zu denen kommt noch was, ja. Der Herrscher des Mutterplaneten ist gestorben. Das ist schon wieder schlecht. Weil erst in 20 Minuten ist die nächste Wahl. Ich sollte vielleicht doch mal dann jemanden nehmen, der jünger ist, wo vielleicht dann das zwar nicht so passt, was er möchte. Aber nicht andauernd sterben, ist ja doof. Tja, die Hütten kann ich halt noch nicht verbessern. Mal gucken, das. Das kommt dann hier, ne? Ja doch, das ist ja dann bald. Dauert 20 Minuten. Ach du meine Güte. Die Forschung dauert dann immer länger. Ihr habt alle Hunger, oder? Friseur hat kein Wasser mehr. Mein Wasser ist alle. Ich muss... Also die Dings wechseln. Die Jahreszeit. Ich brauche unbedingt Frühling. This water shortage is starting to get a lot of nuggets down, Creator. By that I mean face down in the dirt. Und dann können wir das wieder auffüllen. Wir brauchen also noch viel mehr Reservoirs mittlerweile. Das. Okay, dann bauen wir noch da jetzt hin. Ich wollte eigentlich ein Reservoir bauen. Kriegen wir das hier hin? Ne, leider nicht. Aber hier kriegen wir noch eins hin. So, sehr schön. Und jetzt hat sich wieder jemand schwer verletzt. Da ist auch schon. Energie habe ich noch ein bisschen. Das passt also. Hier geheilt. Was sagt der Friedhof? Der sagt, es ist fast voll. Und es glaubt wieder mehr an mich. Das ist sehr schön, wenn ihr an mich glaubt. So, wir haben jetzt fast 200 Leute. Man hat schon gar nicht mehr alles im Überblick, wo was ist. Und die Brunnen, wie sehen die aus? Die sind alle fast leer. Ey, das ist nicht gut. Die auch leer.
Der hat Eimer drin, das ist okay. Was sagt der Brunnen? Der hat dreimal, das ist auch okay. Hier habe ich ein Reservoir gebaut. Was baue ich hier? Baue ich noch zwei Brunnen. Der Brunnen ist fertig. Der hat Eimer. Hier kann ich jetzt Leute hinbringen. Nimm Power Workaholiker. Und da sehe ich mein Eisen. Okay, im unterirdischen Vorkommen. 4585. So, wenn ich das Eisen habe, kann ich ja dann theoretisch auch hier gleich diese Mine bauen. Oh, was jetzt? Autosave? Ja, Autosave. So, dann bauen wir die Mine noch da oben hin. Und hier noch ein Holzfäller, ne? Braucht der Holzfäller irgendwas Besonderes? Holzfäller, jip, jip, jip. Eine Axt zu schwingen, wie es keine andere Kreatur auf dem Planeten vermag, besitzen sie den besten Bartwuchs. Ja, sogar die Frauen. Da wissen wir Bescheid, ne? Bartwuchs. Ich hab gar nichts erwartet. Hier geht's. Da ging's. Schauen wir mal. Die brauchen ja auch zweimal Eisen, okay. Was sagt der Jäger? Wo war der Jäger? Da ist der Jäger. Ihr habt noch ein bisschen Nahrung. Und da hat sich schon wieder jemand schwer verletzt. Was macht ihr denn nur? Warum verletzt ihr euch denn immer so schwer? Bestimmt wieder meine Jagdtruppe hier, ne? So, ein bisschen wieder geheilt. Und ihr könnt jetzt ein bisschen Eisen meinen. Mal gucken, wie lange das dann dauert, bis hier mal eins fertig ist. Wie sieht es hier aus? Der Angel, der tut nichts. Hier haben wir einen neuen Marofisch, hier haben wir einen 10 Marofisch. Also Nahrung kommt langsam an Mann. Aber ich denke, wir werden viel mehr Nahrung brauchen, weil die Bevölkerung wächst so schnell. Dass wir einfach noch mehr Fischerhütten brauchen. Oh my, I do hope you've taught Nuggets how to swim. Ja, die wissen, wie sie schwimmen. Die sind schlau. Ich hoffe mal, ich überfische dann hier das Meer nicht. Wir brauchen auf jeden Fall hier oben dann noch mehr Wasser für die Fischerleute. Leute. Machen wir drei Brunnen noch hin. Und jetzt verlagert sich vielleicht die Stadt dann mehr in die Richtung, weil ich jetzt immer mehr nach da baue. Hier hätte ich meinen Saatgut auswählen sollen. Die machen die ganze Zeit nichts. Kann ich es abbrechen? Ich möchte es gerne abbrechen. Da. Ah, okay, Kräuternahrung. Ah, nee, passt. Ja, dann mach das. Vielleicht habe ich dadurch wenig Nahrung, weil die haben die ganze Zeit einfach nichts gemacht. Ich baue noch eine Farm. Da ist Wüste, hier ist Grasland. Okay, da sehe ich immer das, was ist. Was kommt hier hin? Ein Reservoir noch. Eins voll. Auch eins voll. Hier ist ein bisschen mehr voll, also passt soweit. Hat sich das Wasser wieder ein bisschen normalisiert. Haben wir jetzt schon mal Eisen? Nee. Ach, das ist dann ein Prozess. Und einer ist gerade da. Ja, das dauert ja lange. Und warum tust du nichts? Jetzt gehst du zur Arbeit, okay. Wie sehen die Wasserreservoir aus? Das ist verdampft, das ist halt doof. Aber auch fast voll. Lacht er hier dabei, oder was? What are you staring at? Guck nur mal. Hallo, lass mich doch mal gucken. Sind keine Herzen drüber, da kann eh nicht viel passieren. So, das Reservoir ist jetzt fertig. Hier sind Herzen drüber, da passiert was, da auch. Aber hier unten, da ist noch nichts passiert. Die haben nur gespielt. Hier fehlt Holz, hier fehlt Stein. Da fehlt kein Stein. Hier fehlt alles. Da
haben sich wieder zwei verliebt und es gibt bald neue Arbeiter. Das ist sehr gut. Fischerei wächst. Hier wächst. Oh, wir brauchen auf jeden Fall da noch bestimmt ein Ingenieurbüro hier oben. Ja, ihr habt sonst keinen Ingenieur. So decken wir euch mal alle noch mit ab. Und theoretisch bräuchten die halt noch was zu futtern, ne? Dann müssen sie nicht so weit laufen. Noch eine dezentrale Versorgungsstelle. Ihr habt 10 mal Nahrung. Ihr habt 8 mal, ihr habt einmal nur. Aber es kommt hier gleich wieder noch eine Farm. Eine Ölpumpe ist fertig. Die braucht bestimmt auch wieder einen Berg. Forschung, Wüste. Ach nee, die braucht eine Wüste. Ja, Wüste habe ich ja, ne? So, ein Sturm kommt, bereitet euch vor. Das ist ganz schlecht. Wo ist er denn? Ich habe nämlich gar nichts. Das wäre wohl doch mal jetzt langsam in der Forschung gehen müssen, ja, diesen Bunker. So, verstärkte Bunker und Nuggets mögen sich auf die Integrität der meisten ihrer Gebäude verlassen können, aber die Geschwindigkeit, mit der die Strukturen verfallen und ihre Unfähigkeit, ein bisschen stärkeren Wind zu überstehen, beweist das Gegenteil. Wenn eine Katastrophe eintritt und Nuggets einen sicheren Ort zum Verstecken brauchen, wird deine Zivilisation von mindestens einer stabilen Struktur profitieren. Dann bauen wir den Bunker. Und da hat sich wieder jemand am Arbeitsplatz verletzt. Mit Essstäbchen. Was? Und einer Gabel? Er hat Essstäbchen statt einer Gabel benutzt. Ja, den heile ich nicht, ne? Also, wer Essstäbchen nimmt statt einer Gabel. Außerdem finde ich ihn gar nicht. Da ist er. Und der Sturm kommt gleich. Oh, oh. Aber ich würde sagen, bevor der Sturm kommt, ne, machen wir hier einen kleinen Break und sehen uns in der nächsten Folge. Beide Universe mit euren Rob. Also bis dahin, bleibt uns treu und tschüss.